Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Eifelblick. Dass Tanzen und der Tanzsport in unserer Region einen hohen Stellenwert besitzt, darüber haben wir schon öfters berichtet. Was man aber mit Tanzen noch Besonderes machen kann, das verraten wir euch heute. Probier's mal mit Gemütlichkeit ist wohl der bekannteste Song aus dem Dschungelbuch, den nahezu jeder mitsingen kann. Die Tanzwerkstatt in Simmerath hat sich nun zur Aufgabe gemacht, das Dschungelbuch als Musical auf die heimische Bühne in Rollesbruch zu bringen. Unser Eifel 3-Reporter Ralf Theissen und Kameramann Jörg Strave haben mal eine Probe besucht und Rebecca Unger, Kopf des Projektes, getroffen. Seit 14 Jahren gibt es für Rebecca Unger Termine, für die sie gerne am Wochenende früh aufsteht. Rebecca ist die Musical-Chefin und Hauptverantwortliche für diesen Bereich in der Tanzwerkstatt Simmerath. Mittlerweile hat sie 6 Musicals auf die Bühne gebracht. Die erste Produktion war übrigens auch das Dschungelbuch. Rebecca ist Regisseurin, Choreografin und Organisatorin in einem. Ich schreibe das Skript, also das Textbuch oder das Szenenbuch. Dann verteile ich die Hauptrollen, die Nebenrollen, überlege mir, was ich an Tänze mit reinbringen kann. Ich führe die Proben durch, ich choreografiere die Tänze. Ich überlege mir, wie die Kostüme aussehen sollen und ich überlege mir das Bühnenbild. Wie soll das Plakat, wie sollen die Flyer aussehen, wie muss die Werbung aussehen. Gott sei Dank habe ich immer ganz viele Leute, die mir helfen und ein tolles Team im Hintergrund, die das mit organisieren. Das 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 und dann kommt nur noch das Ende. Ja. Hi, guten Morgen. Seid ihr alle fett? Ja. Dann können wir jetzt noch ein bisschen üben und loslegen, oder? Ja. Sehr schön, super. Das Musical zum Film Dschungelbuch hat zwar eine etwas geänderte Handlung, aber die Kernaussage ist die gleiche. Freundschaft und Vertrauen. Wir haben uns an die Grundgeschichte gehalten und natürlich auch so ein bisschen an den ersten Walt Disney Film. Dann sozusagen daraus ein bisschen den Text genommen und dann auf unsere Art und Weise vertanzt, viel vertanzt. Und natürlich auch das ein oder andere Stückchen, das man aus dem Originalfilm kennt, auch genommen, das dann gesungen wird, wie beispielsweise Probier's mal mit Gemütlichkeit. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit, jagst du den Alltag und die Sorgen weg. Die Zuschauer werden also nicht nur bekannte Songs hören, sondern auch etwa 60 Akteure auf der Bühne erleben. Und die organisiert Rebecca direkt aus dem Umfeld des Teams. Wir haben wirklich eine komplette Familie, die auf der Bühne steht und mehrere Familienmitglieder. Beispielsweise haben wir die Sarah, die spielt Baloo. Und die drei Mäuse hier von ihr, die hier da sitzen, die sind auch mit dabei. Oder die Hermanns, die sind wirklich eine komplette Familie. Ja, es dominiert jetzt schon für mehrere Monate die Wochenendplanung, aber insbesondere jetzt gegen Ende, wo wir alle immer involviert sind, ist das eigentlich ganz einfach und ganz schön. Und das Schöne ist ja eigentlich auch, dass man zu viert zusammen am Wochenende auch viel intensive Sachen macht und das bereichert, finde ich auch. Wenn zu Hause dann die Tänze gemeinsam geübt werden oder so, ist das einfach was sehr Schönes. Das Dschungelbuch lebt nicht zuletzt von der Vielfalt und von den opulenten Kostümen. Davon mussten allein 230 Stück geschneidert werden, weil viele Rollen auch noch doppelt besetzt sind. Wie zum Beispiel die Hauptrolle des berühmten Bären Baloo. Für mich vereinbart Baloo so dieses tiefe Gefühl von Freundschaft und Fürsorglichkeit mit Leichtigkeit und Spaß haben. Und dazu kommt bei uns dann, dass wir ja jeder unseren eigenen Aspekt noch mit reinbringen können. Ja, und ich konzentriere mich dann vielleicht so ein bisschen mehr auf die wirklich sehr chillige Seite von Baloo. Also dazu gibt es dann halt noch den Aspekt, dass Baloo einfach die ganze Zeit am Essen ist und das passt vielleicht auch ganz gut. Aber auch eine weitere wichtige Person im Dschungelbuch, Mowgli, wird gleich zweimal gespielt. Also ich finde das Besondere daran, dass ich das Dschungelbuch einfach total toll finde und es macht mir einfach Spaß, mit anderen und teilweise auch für andere zu spielen. Für mich war es die Herausforderung, den Text zu lernen. Texte sind generell jetzt nicht mehr so schwer, aber ich finde es auch schön, da ich so viele jetzt kennengelernt habe. Ich
fühle mich sehr wohl in dieser Gemeinschaft und ja. Damit der große Aufwand auch möglichst viele Zuschauer erreichen kann, stehen gleich 6 Aufführungen auf dem Programm. Die Veranstaltungen werden am 11. und 12.3. sowie am 18. und 19.3. stattfinden. Samstags werden wir immer 2 Vorstellungen machen, eine um 15 und eine um 19 Uhr. Und sonntags gibt es immer eine Nachmittagsvorstellung um 14 Uhr. Das Musical findet hier in unseren eigenen Räumlichkeiten statt. Und wer noch Karten kaufen möchte, es gibt noch ein paar, die kann man hier in der Tanzwerkstatt kaufen zu den ganz normalen Öffnungszeiten, beziehungsweise wenn die Kurse laufen, oder bei Akustik und Optik Kaulat in Simmerath oder bei Antiquitäten Bach in Rötgen. Also schnell zuschlagen, ein paar gibt's noch. Also die Musical-Chefin der Tanzwerkstatt Simmerath, Rebecca Unger, rührt auch noch mal ordentlich die Werbetrommel. Da kann man dann nur noch singen. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, dazu sonst nimmt es dir ein anderer fort. Yeah! Gemütlichkeit ist unser Zauberwort. Jawohl! Der Laufsport ist hier bei uns in der Eifel weit verbreitet. Gerade der TV Konzen ist als Veranstalter attraktiver Landschaftsläufe wie den Monschau-Marathon oder den Mittsommernachtslauf bekannt. Seit einigen Jahren etabliert hat sich inzwischen eine weitere Laufveranstaltung, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Die Rede ist vom Welchenbach-Trail, einem Lauf, der sich ein wenig von den gemütlichen Joggingrunden auf dem Feldweg unterscheidet. Das Laufjahr 2023 startet wie in den letzten Jahren immer mit 2 außergewöhnlichen Wettbewerben. Nach dem Monschauer Treppenlauf nun der bereits 9. Belchenbach-Trail. Beides veranstaltet vom Laufteam des TV Konzen. Nach den Treppen geht's jetzt sprichwörtlich über Stock und Stein durch das Belchenbachtal entlang der Ruhr. Dabei können 3 Strecken ausgewählt werden. Der Light Trail ist eigentlich nur 5 Kilometer lang, aber auch er verlangt den Teilnehmern mit seinen 130 Höhenmetern schon einiges ab. Noch härter wird es dann beim 9,5 Kilometer Eifel Extrem Strong Trail. Hier führen Bergpfade, An- und Abstiege hinunter an die Ruhr ins Grünental. Und ab dort erwarten die Läuferinnen und Läufer auf den letzten knapp 4 Kilometern zum Ziel sogenannte Single Trails und wahrscheinlich wieder jede Menge Morast. Und das bei insgesamt 350 Höhenmetern. Die Königsdisziplin ist aber der Very Strong Trail. Auf 18 Kilometern und mehr als 600 Höhenmetern geht es hier richtig zur Sache, für die Hartgesottenen. Der Belchenbach Trail ist ein echtes Lauferlebnis für Naturfreaks. Für diejenigen, die Waldwege und urige Naturpfade erleben möchten, im Einklang mit der Natur und mit den Umweltbehörden. Spannende Sache, ganz bestimmt. Und wir bleiben bei der Bewegung in der Natur. Wandern für den guten Zweck. Bereits letzte Woche hat mein Kollege Dirk Neuss an dieser Stelle hier über diese tolle Idee berichtet. Und wir finden, die Idee ist so gut, dass wir hier gerne noch einmal auf diese Aktion aufmerksam machen. 40 Kilometer zum 40-jährigen Jubiläum des Förderkreises Hilfe für krebskranke Kinder e.V. in Aachen. In Vogelsang geht's los, quer durch die Nordeifel. Hallo, mein Name ist Christopher. Mein Name ist Lukas. Wir gehören zum Organisationsteam der Spendenwanderung Nordeifel. 40 Jahre, 40 Kilometer. So lautet das Motto der diesjährigen Spendenwanderung im Verbund mit dem Förderkreis Hilfe für krebskranke Kinder in Aachen, der dieses Jahr 40-jähriges Bestehen feiert. Wir freuen uns, euch am 25.03. um 8 Uhr morgens am Parkplatz Walberhof bei Vogelsang begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit euch auf eine 40 Kilometer lange Wanderung quer durch unsere schöne Nordeifel von Vogelsang bis Rötgen zu starten. Es wird natürlich Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten geben, die ihr auf der Internetseite spendenwanderung-nordeifel.de einsehen könnt. Also, begleitet uns gerne auf dem Weg und lasst mit uns an der Wanderstation in Rötgen den Abend gemütlich ausklingen. Wir freuen uns auf euch.
Rötchen begrüßt eine Kabarettlegende, Markus Maria Profittlich. In seiner Jubiläumstour Das Beste aus 35 Jahren serviert er 3 Sterne-Koch der Unterhaltung mit feiner Zunge und unter Einsatz seines ganzen Körpers das Beste, das seine Gag-Küche in den letzten 35 Jahren gezaubert hat. Ein Abend voller Geschmacksexplosionen erwartet sie. Am Samstagabend ab 19 Uhr im Bürgersaal in Rötchen. Und da es in der Region auch an diesem Wochenende wenig Veranstaltungen gibt, hier ein kleiner Tipp aus der Nachbarschaft. In Kelmis beginnen an diesem Wochenende die Kelmisser Passionsspiele 2023. Bedingungslose Liebe lautet das Motto der Kelmisser Passionsspiele, die im März-April 2023 zum 13. Mal seit 1936 im großen Saal der Patronage stattfinden. Weit über 100 Laienschauspieler aus der Gülltalgemeinde im Dreiländereck und der gesamten Region stellen die letzten Tage im Leben Jesu Christi dar. Die Aufführungen beginnen am Samstag ab 19 Uhr und am Sonntag ab 15 Uhr. Der Freitag hatte mancherorts Nebel und Hochnebel im Gepäck. Manchmal gab es auch etwas Sonne. Am Samstag ist es oft grau und örtlich gibt es etwas Nieselregen, im hohen Fenn Schneeregen bei 1 bis 7 Grad. Sonntag gibt es häufiger Schauer, die ab 400 Meter in Schnee übergehen bei nasskalten 0 bis 4 Grad. Und auch in der gesamten kommenden Woche herrscht Spätwinter. Mit zahlreichen Schneeschauern bis ganz herunter, ab etwa 400 bis 500 Meter richtig winterlich bei minus 2 bis 0 Grad, sonst allgemein 0 bis örtlich 5 Grad und teils windig. Das war unser Eifelblick für diese Woche. Nächste Woche an dieser Stelle wieder mein Kollege Dirk Neuss. Vielen Dank fürs Zuschauen, Liken und Teilen. Und habt ihr vielleicht auch mal Lust mitzumachen oder habt Ideen oder Anregungen? Wie immer erreicht ihr uns unter eifelblick@eifel3.tv. Macht's gut und passt auf euch auf. Tschüss.